Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist, jetzt Donnerstag, Mittag. Ich war schon beim Physio und so weiter und so fort. Also, ich bin hundemüde. Ich habe jetzt die letzten Nächte so gut wie gar nicht geschlafen und wenn dann ganz, ganz schlecht und wenig. Ja, ist wohl auch dem Wetter geschuldet, ne? Bei der Hitze. Wir haben ja, unsere Schlafzimmer sind unterm Dach oben. Das ist natürlich sehr warm da oben, auch wenn man dann für den Tag, während es so heiß ist, die Fenster zumacht und Rollos runter und sonst was. Klimaanlage haben wir natürlich nicht, ist auch nicht drin, ist nicht möglich, genauso wenig wie in Urlaub. Ne, also ich wurde mehrmals schon gefragt oder mir wurde ganz oft vorgeschlagen, fahr doch mit Dirk alleine in Urlaub, die Kinder sind ja groß, die können ja auch ein paar Tage alleine bleiben. Klar, können die, natürlich, können die sehr gut alleine bleiben. Das hat man ja die letzten Jahre, okay, jetzt fast bald 2 Jahre, seit ich nicht mehr, oder 1,5 sind das jetzt, seit ich nicht mehr im Krankenhaus war. Aber davor, dass die Male, hat Isabel auch nach der Schule noch hier den Haushalt geschmissen, bis Dirk nach Hause gekommen ist mit den, ne, und so. Das war schon, das würde alles gehen. Nur, das nötige Kleingeld ist nicht da dafür, ne, um jetzt einfach mal in Urlaub zu fahren oder eben einfach im ganzen Haus eine Klimaanlage oder sowas zu installieren. Hätte ich gerne beides. Geht nun leider nicht. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht, weil Dirk ja jetzt 5,5 Monate nicht gearbeitet hat. Und nach einer bestimmten Zeit, ich glaube ab 6 Wochen oder nach 6 Wochen, hat er ja nicht mehr die Lohnfortzahlung bekommen, sondern irgendwelches Krankengeld plus von der... Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er deutlich weniger als sein normales Gehalt bekommen gehabt. Ja, dementsprechend sieht es auch aus. Ne? Also so große Sprünge wie Urlaub können wir gerade nicht machen. Würde ich gerne. Funktioniert nicht. Was sein könnte, da muss ich aber noch nachfragen, ob das überhaupt möglich ist. Freundin von meiner Schwester hat eine Wohnung an der Ostsee. Ob wir das jetzt irgendwie mal machen, aber das ist auch noch nicht klar. Ja, so sieht's aus. Es ist jetzt Donnerstagmittag. Ich muss hier den Chaos aufräumen. Hier, ja, habe ich ja schon mal erzählt, ne? Alle Kinder in bestimmten Alter, so Teenies vorzugsweise, ne? Die leiden ja alle an einer sehr, sehr schlimmen Krankheit. Ne? Also die erleiden jedes Mal kurz vorm Geschirrspüler immer so eine schlimme... ja, Schwäche, so richtige Schwäche, ne? Die kommen so ran an den Geschirrspüler und dann reicht das gerade mal, um so Geschirr auf den Geschirrspüler drauf zu schmeißen. Mehr ist nicht drin, ne? So aufmachen, reingucken. Jo, wenn man reinguckt, dann muss man vielleicht auch ausräumen. Nö, wir schmeißen einfach das Geschirr hier drauf. Meine genauso, ich habe das ja schon bei ganz vielen gesehen, es ist nicht nur die Krankheit von meinen Kindern, sondern von ganz, ganz vielen in dem Alter. Genau. Und deswegen muss ich das jetzt machen. Genauso wie Wäsche. Also ich weiß auch nicht, ob die einfach nur nicht zielen können alle oder so. Wenn man oben ins Badezimmer kommt, Wäschekorb steht mittendrin, dreckige Wäsche, Unterhosen und so weiter, liegt drumherum. Ja, man muss ja das Ding noch aufmachen, ne, um die Wäsche da reinzupacken. Ja. Das kenne ich auch sehr gut. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eure Kinder so gut drauf haben, was so diese Teenager-Krankheiten angeht, ne? Würde mich sehr interessieren. Ja, wie sieht der Tag heute aus? Also wie gesagt, ich bin heute schon beim Physio gewesen und ja, hier und da ein bisschen was gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen Haushalt machen und dann haben wir jetzt 1:15. Ich denke mal so kurz vor 3 fahren wir los, 2:45 vielleicht tatsächlich, weil Isabel um 15.30 Uhr Termin wegen ihrer Kontaktlinsen hat. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich weiß nicht, ich weiß, dass es nicht so einfach ist mit den Kontaktlinsen. Man muss die pflegen. Ich habe mit jemandem gerade vor kurzem, gestern, genau, mit Renés Mutter gesprochen, die ist auch Brillenträgerin. Die sagt, die hat auch eine Zeit lang Kontaktlinsen gehabt und dann wurden ihre Augen so trocken davon, dass sie diese nicht mehr tragen kann. Und wir werden sehen, wie es bei Isabel so klappt. Ja, muss sie selber sehen, ist ja ihr Geld, was sie jetzt ausgibt. Das muss sie schon selber dann wissen. Ne? Die hat ja ein bisschen was, was fliegt denn hier jetzt rum schon wieder? Verdient, ne, beim Leben, bei ihrem FSJ. Und was, die ist ja bei uns eine sparsame. Ordentlich was zusammengekratzt, wird sie sich selber jetzt kaufen, die Kontaktlinsen. Und wenn sie damit klarkommt, gut, von mir aus. Und wenn nicht, dann hat sie es wenigstens versucht. Ja,
Was gibt's heute zu essen? Ich habe null Plan. Absolut null Plan. Also das ist noch Geschirr von gestern, das Saubere. Habe spät abends noch ausgeräumt, aber nicht mehr weggeräumt. Wollte nicht so doll hier rumklappern, damit Dirk in Ruhe schlafen kann. Ich habe noch Kartoffeln von gestern, aber so viele sind das nicht, dass man die jetzt, obwohl, wenn man die mit Ei anbrät heute Abend, müsste eigentlich tatsächlich sogar reichen. Doch, also ich werde heute nicht wirklich kochen, denke ich. Ich überlege es mir noch, aber so der Plan gerade. Sondern nur gebratene Kartoffeln mit Ei, ne, so Rührei machen und dann, also Eier verquirlen, Kartoffeln schneiden, anbraten, Eier drüber, man kann auch vielleicht noch irgendwas anderes mit reinhauen. Und dann ist es auch super lecker und einfach und Resteverwertung ist auch immer gut. Ja, ich nehme euch einfach mal mit, wo ich kann, also auf jeden Fall hier jetzt bei der Hausarbeit. Ob ich die Kamera jetzt in der Stadt mitnehme, habt ihr ja gehört, ne, wie gestern Isabel reagiert hat, dass ich das nur angesprochen habe. Nein! Die findet es peinlich, wenn ich mit der Kamera irgendwie durch die Gegend laufe. Also da leuchtet dann am besten 10 Meter von mir weg, so nach dem Motto, ich kenne die Olle nicht. Ne? Ja, mal gucken. Ich denke, weil groß einkaufen werden wir nicht. Wir waren ja gestern einkaufen. Ja, weiß ich nicht, was der Tag sonst noch alles bringt. Auf jeden Fall, ja, egal was. Viel Spaß dabei. Also, ich wollte euch gestern das schon zeigen. Das ist jetzt aus unserem Garten. Laune der Natur, ne? So Möhren. So gleich drei in einem. Hat Dirk mir gestern reingebracht. Wir hatten gestern tatsächlich nur Reste. Kartoffeln mit Quark und Salat. Und Salat wirklich außer Tomate und Paprika, die sind bei mir noch nicht so weit, war alles aus dem eigenen Garten. Das ist immer so schön. Ja, ihr Lieben, ich mache jetzt einfach mal das, was ich schaffe, bevor wir mit Isabel los müssen. Und zwar, wie angekündigt, ne? Geschirrspüler muss aus- und eingeräumt werden, die Küche muss am besten geputzt werden und so weiter. Was man so halt als Mama und Hausfrau täglich zu erledigen hat. Der Tisch muss auch sauber gemacht werden. Ich habe die Kartoffeln erstmal in den Kühlschrank gestellt. Vorher natürlich schon ein bisschen was eingesprüht. Und jetzt suche ich mir erstmal ein bisschen was für die Stimmung aus. Und zwar Musik. Ja, man kann es gerade nicht so gut sehen, aber Imagine Dragons. Und zwar, das war, glaube ich, Natural. Ja, und dann, solange keiner guckt von meiner lieben Familie, zappel ich mal eine Runde ab. Und macht auch die Hausarbeit ein bisschen mehr Spaß.
Und dann muss auch einmal kurz durchgesaugt werden. Ich habe es gestern wieder mal nicht gemacht, also heute auf jeden Fall. Aber den Boden wischen habe ich heute nicht mehr geschafft. Das heißt, das muss wieder mal vertagt werden. Und dann gönne ich mir einfach mal ein Salätchen, bevor wir losfahren. So, ihr Lieben, ich bin jetzt schon in der Innenstadt. Isabel ist schon los, ein bisschen vorgerannt, weil sie nämlich noch, ich musste nämlich noch bei der Sparkasse ein bisschen Geld abheben. Ich habe tatsächlich die Kamera mitgenommen und ich will euch was zeigen. Ich bin hier gerade direkt an unserem Landkreis und hier wird ja gebaut und die sind bald fertig. Angeblich soll es schon in Mitte August befahrbar sein. Ich zeige euch mal. So sieht's aus. Also ich habe keine Ahnung, wie das nachher alles hier so läuft, wo von wo wohin man fährt, aber es wird echt richtig schön aussehen. Das soll ein riesiger Kreisel sein, ne? Da ist der Kreisel, da hinten ist der Busplatz, ne? Busbahnhof, da sind ganz schön viele Busse. Immer Isabel kommt ja auch manchmal hier an. Ja, unsere riesige Sparkasse, Commerzbank und da hinten dieses Gebäude, das ist Rathaus. Ja. Und da sind, man sieht schon die Bushäuschen. Begrünt wird das Ganze auch natürlich noch. Hier ist dann die Ausfahrt zum Marktcenter, wo wir gerade geparkt haben. Aber momentan kommt man hier auch nirgends mit dem Auto durch. Auch nicht aus dem Parkcenter, nur durch die Parkgarage. Auf den Außenparkplatz kommt man nicht hin. Ja, das ist jetzt die Innenstadt. Wie gesagt, das ist das Landkreis. Und ich habe letztes schon gestanden und geguckt, wie das hier alles aussieht. Man muss natürlich erstmal ein bisschen durchsteigen. Also das soll wohl Fahrradweg nachher sein. Und die Straße geht dann da lang, hinter diesem Steinhaufen. Und das sind so die ganzen Bushäuschen. Ja, da fährt auch schon so ein LKW rum. Also, bin gespannt, ob das so klappt, wie die das wollen, ne? Bis Mitte August. Ja, also ich habe das hier angezogen. So eine kurze Hose. Heute ist es zum Glück nicht ganz so heiß, sodass Isi und ich noch ein bisschen rumlaufen können hier. Ich gehe jetzt nämlich zum Friseur. Tatsächlich zum Friseur. Ich kann mich nicht mehr so angucken. Das ist zu lang alles geworden. Ja, genau. Während Isabel bei Filmern ist, nutze ich die Zeit und lasse mir, wenn es klappt, wenn da jemand für mich gerade da ist, die Haare schneiden. Und dann gucken wir, was wir noch machen. Auf jeden Fall muss ich aber unbedingt noch zum russischen Laden. Und wir haben die ganzen leeren Flaschen mitgenommen. Drei volle Kisten. Vielleicht auch noch entweder hier gleich im Rewe-Zentrum abgeben. Oder Lidl oder sowas noch ansteuern. Ich bin jetzt hier in der Seite. Guckt mal. Da sind die Bushäuschen. Also das wird schon... Ich denke schon, dass das sehr gut aussehen wird, wenn alles hier fertig ist, ne? Hier so die Straße und dann geht es da lang, so Innenstadt. Genau. Ein bisschen ungewohnt hier gerade mit Kamera durch die Gegend zu laufen. Aber naja, was soll's. Ich versuche es. Ja, genau. Warm, trotzdem. Was haben wir gerade? Auto hat gezeigt. 28 Grad oder so, ist doch schon ziemlich warm. Okay. So, das ist jetzt unser Rathausplatz. Das ist jetzt das Rathaus, ne? So, dieses große Ding. Und da hinten, Graffiti her, da gehe ich gleich rein und gucke, ob einer von den Mädels Zeit für mich hat.
Und da ist unsere schöne Kirche. Also mir gefällt das sehr gut. Also dieses Bild hier gerade ist total schön, finde ich. So Kirchenturm zwischen den Häusern. Ja, das ist jetzt das Rathaus. Vitaltage, okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Rathaus und das große Platz. Der große Platz. Hier ist dann auch mal irgendwelche Veranstaltungen noch. Im Winter haben sich hier Eisbahnen, bauen sie mal auf. Oder, ja, so. Markt ist eigentlich immer da hinten, komischerweise. Warum sich hier Markt nicht machen? Okay, ich versuche jetzt mein Glück. So, ihr Lieben, so sehe ich gerade aus. Frisch vom Friseur. Okay, zu Hause noch ein bisschen färben und dann bin ich fertig. Also sehr kurz geworden. Also hier ist tatsächlich alles abrasiert. Ja. Mal gucken, was meine Familie dazu sagt. Ich gehe jetzt Isabel suchen. So, wir sind fertig bei Filmern. Das hat gedauert, ne? Mäuslein ist noch mit Brille. Ja, eine Stunde hat es gedauert. Es dauert nämlich noch. In ihrer Stärke haben sie natürlich nicht vorrätig. Aber die Frau meinte, nächste Woche Mitte wird es wahrscheinlich da sein. Naja, dann fahren wir nochmal her. Aber jetzt latschen wir wieder zurück ins Rewe-Zentrum, setzen uns beim Bäcker hin, trinken ein Käffchen, ne Schatz? Ja, vielleicht. Und dann geht's weiter. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nicht beim Bäcker uns was gönnen, sondern Eis. Ich will, glaube ich, dieses hier. Oder? Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es gleich erstmal Eis. Und das ist heute schön angenehm kühl, ne? Mhm. Richtig schön. Tada! Da bin ich. Guckt mal. Nagelneu und super kurz. Also so richtig, richtig, richtig kurz und komplett neuer Schnitt diesmal. Ja. Ich musste natürlich noch waschen, aber... okay, die hat mir die gewaschen, aber jetzt nach dem Schneiden, mal gucken, wie das dann nach dem Waschen aussieht, wenn ich demnächst mit Jahren wasche. Aber das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Was meint ihr? Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Also es sieht mal was Neues und vor allem jetzt bei diesen Temperaturen im Sommer schön, ja, frisch, was anderes. Genau, ich habe mir jetzt die Haare schneiden lassen, während Isabel bei Filmern war. Danach haben wir uns einfach mal da in der Fußgängerzone bei uns jeweils einen Burger, also einfach einen Hamburger, aber die sind da sehr lecker, gegönnt und danach in die Eisdiele gesetzt und einfach mal einen Bananensplit uns auch gegönnt. Also das war auch gut. Einfach mal wieder so ein Mama-Tochter-Nachmittag ein paar Stündchen zusammen verbracht. Danach waren wir eigentlich nur noch im russischen Laden und bei Lidl. Bei Lidl haben wir die leeren Flaschen abgegeben. 15 Euro. Genau 15 Euro war das Leergut, was wir jetzt abgegeben haben. Und dabei haben wir noch nicht mal alles. Ich glaube, die Kinder haben bei Christian gar nicht nachgeguckt im Zimmer. Ja, und dann nur ganz wenige Sachen eingekauft. Also wirklich, ich glaube, 5, 6 Sachen maximal. Wasser auf jeden Fall einmal. Und dann von Valentina ist gerade der Saft im Angebot, hat Isi einen 6er mitgenommen. Gratis mit der App zeige ich euch. Also die App lohnt sich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gratis mit der App durfte man sich eine Dose, diese verstrudelte, egal welche, da sind glaube ich 4, 5 Sorten, Eis. Isabel hat jetzt sich dieses Amarena mitgenommen. Ja, gratis. Geschenkten Gaul oder wie heißt es nochmal? Und dann habe ich bei Lidl eigentlich nur noch Grillzeug nochmal und auch nur 2 Packungen. Einmal Hähnchenminutenschnitzel Curry und einmal Puttenfiletspitzen Paprika. Genau, die habe ich mitgenommen. Also nicht drauf achten, mein T-Shirt. Mir ist im letzten Biss, tatsächlich das allerletzte, war nur noch Rest in der Hand und dann fällt mir ein Gürkchen mit Soße übrigens auch noch auf mein Shirt oben drauf. Muss ich jetzt unbedingt noch waschen. Das habe ich noch im Lidl gekauft. Eine Wassermelone. Das ist bei, ja, super. Jetzt kommt Wochenende, auch noch wieder warm. Was haben die gerade gesagt im Radio? 31 Grad Sonntag. Perfekt. Dann habe ich noch bei Lidl für Isi. Die wollte unbedingt diese Sorte, also diese Größe. Moment, ich zeige euch, wie groß die sind genau. Vorratsdosen, die nimmt sie sehr gerne mit zur Arbeit. Jetzt demnächst zur Schule, ne?
Und die sind perfekt, um jetzt so richtig eine, ich sag mal, Mädchenportion für diese Kartoffelsalat oder sowas mitzunehmen. Ne? Oder Obstsalat. Die muss ja nicht so einen riesen Bottich mitnehmen, aber so eine kleine Portion. Und genau diese Größe hatte ich bis jetzt noch nicht da in dieser Ausführung. Ne? So mit diesen Clips und dann Dichtung. Ne? Also das ist richtig gut. Für 3,99 glaube ich, dieses Set. Dann habe ich bei Lidl noch die hier mitgenommen. Äpfel. Und das war's. Stimmt, genau. Also bei Erstings Family waren wir auch. Ne, mit Stichwort Easy und Unterwäsche. Also sie, ich habe für sie hier so ein Set. Es ist auch, das andere ist auch ein Set. Hier sind so zwei total süße BHs und in genau der gleichen Ausführung Unterhosen. Ne? Also hier in der Unterhose ist auch ein bisschen Spitze mit dran. Also das habe ich für Easy mitgenommen. Und für mich ganz normal. Einmal weiß und einmal schwarz. Aber halt in der Qualität, die ich so gerne mag. Ne? In diesen, nicht dieses Baumwolle, das wäre natürlich schön, aber ich mag das nicht so gerne. Was ist das jetzt eigentlich? Steht hier nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall wieder mal Unterhosen. Und dann im russischen Laden. Habe ich, was habe ich im russischen Laden? Einmal 6er Limo, also unsere Buratina Limonade. Ne? Dann habe ich im russischen Laden noch dreimal rote Beete mitgenommen. Dann, wie immer, meine goldene Lilie. Jawohl. Und Doshira. War nur eine Sorte, habe ich dreimal mitgenommen, die hier mit Rind. Und dann zweimal Chicken, aber voll rollt, von Rollton, ne? Also diese Nudeln. Und ich probiere tatsächlich diese Haarfarbe aus. Die Farbe nennt sich Spelaya Vishnya, also reife Kirsche. Und das ist, muss auf Deutsch irgendwo, glaube ich, stehen. Es ist einfach so eine Haarfarbe mit auf Henna. Basis hier im Moment. Cremefarbe ohne Ammoniak und Dauerfarbe. Also das ist jetzt keine auswaschbare. Ich bin gespannt. Also ich will das jetzt ausprobieren tatsächlich. Hat 3,49 glaube ich gekostet. Ne? Also Phyto Henna heißt sogar. Ohne Geruch und eben ohne Ammoniak. Und wenn man hier so guckt, das ist jetzt, ich denke, das wird dann so meine Farbe am Ende sein. Ne, also dieses hier. Weil ich ja von Natur auch, das wurde schon mal gefragt, was deine Naturfarbe? Das hier. Das ist hier so Strassenkötergrau oder Strassenköterblond, wie auch immer. So, das ist jetzt meine Farbe. Genau, das ist auch alles. Ja, das war jetzt unser Nachmittag. Mit Mäuslein. Ist immer wieder schön. Ich denke mal, nächste Woche oder so, wenn ihre Kontaktlinsen angekommen sind, dann steht mir die nächste Fahrt bevor. Die kommt wohl damit sehr gut klar. Ne? Die hatten nur ein bisschen Zeitdruck, sonst hätte sie noch ein paar Minütchen länger geübt. Aber auf jeden Fall sagt sie, die will unbedingt gucken, wie es so mit den Kontaktlinsen ist. Und ja. Bin gespannt, wann die ankommen. Ne? Wenn man so eine Sehschwäche hat wie Easy, ist klar, ist nicht unbedingt überall und immer vorrätig. Deswegen, ja, die melden sich, wenn die Kontaktlinsen da sind. Dann fahren wir hin und dann sehen wir, wie sie damit aussieht. Ohne Brille. Dauerhaft, nicht nur jetzt zum Planschen oder sonst irgendwie, ne? Schlafen, weil das ist wirklich das Erste, was sie morgens bei ihr und bei Rafi auch, bei Christian eigentlich auch, Augen auf morgens beim Aufstehen und der erste Griff geht zur Brille aufsetzen, dann kann man aufstehen. Und da muss sie sich dann auch selber umstellen, dass sie das nicht mehr machen muss. Ja, genau, so sieht's aus, ihr Lieben. Es tut mir leid, heute ist wieder ein Video ohne Kochen, ohne Backen, ohne sonst irgendwas, aber ja, ist gerade eben so. Ich musste eben mit Isabel los und meine Männer haben sich was hier gemacht. Ich habe Anordnungen gegeben. Ne? Hier sind einfach nur die Kartoffeln, die ich gestern gekocht habe, mit Ei auf angebraten.
Das reicht auch vollkommen dann. Genau, und deswegen ist dann halt so. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch solche Videos, auch wenn ich weiß, dass dann demnächst wieder mal Kommentare kommen, ich vermisse deine Koch- oder Backvideos. Aber das ist halt eben kein Koch- und Backkanal, sondern ein Familienkanal. Und dann ist es halt so, gibt es auch welche Tage, wo man nicht kocht oder backt oder so. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann ja, trotzdem, ne? Daumen hoch, abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.